Mann, schon wieder kein Internet. Ey, welche Handyspiele soll ich denn jetzt spielen? Ah, ich habe eine Idee für 10 Handyspiele. Und damit kommen wir zu Platz 10 und das ist wohl das dümmste Spiel hier in dieser Liste und zwar Cookie Clicker. Immer wenn ich einmal auf den Keks klicke, kriege ich einen Keks dazu und hier kann man dann also auch Upgrades kaufen. Ich kann jetzt hier ganz oft auf den Keks klicken und je mehr ich habe, desto mehr kann ich mir hier zusätzliche Sachen kaufen. Zum Beispiel hier den Autoklicker. So, und jetzt habe ich schon 3 Autoklicker, die mir noch nebenbei Kekse backen und so kann man eben bis zu 1 Milliarde oder 1 Billion Cookies bekommen. Auf Platz 9 haben wir ein Spiel, was fast niemand kennt, glaube ich, und zwar Pin-Out. Das geht auch komplett ohne Internet und ist ein richtig geil designtes Spiel. Hier muss man quasi wie bei diesen Pinball-Maschinen diesen Ball ans Ende des Levels bringen und hat dafür nur eine gewisse Zeit. Und das kann teilweise sogar ganz schön schwierig werden. Jetzt haben wir hier das erste geschafft, hier jetzt das zweite und hier gibt es jetzt das hier für extra Zeit, denn die Zeit läuft auf jeden Fall dauerhaft ab und wir müssen quasi es schaffen, ja, schneller als die Zeit, den Ball ans Ziel des Levels zu bringen. Hier gibt es richtig viele coole designte Levels und ja, ich muss wirklich sagen, ich habe das damals schon sehr viel gespielt, wenn ich kein Internet hatte, zum Beispiel beim Arzt, im Wartezimmer, wenn da kein Empfang war oder auch mal, keine Ahnung, wenn man bei irgendeinem Verwandten ist, wo die absolut gar kein Internet haben, man kennt es auf jeden Fall. Ja, das ist auf Platz Nummer 9, Leute. Bevor es losgeht, abonniert gerne meinen neuen Reaktionskanal Lugas. Dort kommen auf jeden Fall jeden Tag neue Videos online. Also Leute, abonniert es, Link in der Beschreibung. Auf Platz 8 haben wir Tiny Wings, Leute. Auch das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ziemlich, ziemlich geil designt ist. Und zwar ist das so ähnlich wie Hill Climb Racing. Immer wenn ich gedrückt halte, fliegt der Vogel quasi nach unten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit gedrückt halte, dann kommt er kaum den Berg hoch, aber ich muss im perfekten Moment loslassen, damit der Vogel quasi weit fliegt. Und so kann man perfekt diese Hügel nehmen und auch hier ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Man muss perfekt die Kurven oder die Hügel halt quasi nehmen, um dann ja möglichst weit zu kommen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal die erste Insel sozusagen geschafft und fliege jetzt zu Insel Nummer 2. Natürlich wird es hier auch immer schwieriger. Ich muss wirklich sagen, ich feiere das Game ziemlich, weil es mega satisfying ist, wenn man hier die Kurven perfekt schafft zu nehmen. Und no, das war richtig schlecht. Aber hier kann man auf jeden Fall richtig krasse Rekorde auch aufstellen. Und ich finde es auch richtig süß zu sein. Man hat hier so einen süßen Vogel. Man kann sich, glaube ich, auch weitere Vögel holen, theoretisch, ne? Und das geht auch komplett ohne Internet tatsächlich. Also auch ein sehr, sehr geiles Game. Ja, für so zwischendurch spielen. Ihr seht schon, das nächste Spiel ist Parking Jam 3D. Es sagt hier keine Internet-Connection, aber es geht trotzdem. Und zwar, ja, das kennen auch viele, es ist ein Puzzle mit parkenden Autos. Man muss es hier schaffen, alle parkenden Autos sozusagen, ja, zu befreien. Und dann hat man das Level geschafft. So habe ich jetzt geschafft, ich habe alle ausgeparkt. Und ja, das Gute ist auch, ne, hier gibt es dementsprechend auch keine Werbung, wenn man kein Internet hat. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier zack, die ganzen Levels einfach so machen und ja, easy, ne? Level 9 auf jeden Fall auch geschafft, sehr geile Sache. Jetzt musste ich mir echt nicht diese No Ads, also keine Werbung, Erweiterung kaufen auch dadurch, ne? Einfach, weil ich hier, ja, mein Internet ausgeschaltet habe gerade, ich spiele gerade ohne Internet. So, und ja, so kann man auf jeden Fall hier auch easy die Level machen und das komplett ohne Internet, Freunde. Das nächste Spiel ist ein richtiger Klassiker. Ihr seht schon, Dump Ways to Die. Ja, das ist auf jeden Fall ja, eine App, die auch, glaube ich, sehr viele von euch kennen. Das ist so eine Ansammlung von Minispielen, wo man es schaffen muss, dass die Figuren überleben. Wir dürfen sie nicht sterben lassen. Es sind verschiedene Sachen, zum Beispiel hier. Okay, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Tap rapidly. Okay, wir müssen also ganz schnell tippen, um den Weightlifter zu beschützen. Und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ne, hier muss man immer quasi durch Touch oder durch Schwenken oder, oh, jetzt müssen wir ganz schnell die Kotze wegwischen von dem Kollegen, bis die Zeit abgelaufen ist und dann haben wir ihn auch gerettet, ihr seht schon, also es ist ziemlich, ziemlich lustig. Hold on, okay, wir müssen auf jeden Fall hier die, also oben das Ganze halten und dadurch ist er jetzt auf jeden Fall sicher ausgestiegen und hat überlebt. Ich zeige jetzt einfach mal ein Beispiel, wenn ich jetzt falsch, das falsch machen würde, was dann passiert. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal hier, ne, also okay, also Patience heißt ja Geduld. Ich tue es jetzt mal nicht buchstabieren, was dann passiert, dann stirbt unser Charakter und wird von einem Zug überfahren. Jetzt haben wir ein Leben verloren. Ich zeige euch nochmal, was passieren würde, was wir jetzt, wenn wir jetzt den Bär irgendwie, keine Ahnung, also wenn wir jetzt nichts drücken, was dann passiert.
Und ihr seht schon, oh, er kriegt den Kopf abgebissen. Also so muss man eben es schaffen, dass die Charaktere eben überleben. Immer lustige Minispiele. Und okay, jetzt müssen wir nochmal ihn mit Sonnencreme zum Beispiel eincremen, ne? Also das ist schon lustig, das macht auch Spaß. Ja, und ich würde sagen, weiter geht's. Das nächste Spiel ist ein richtig krankes OG-Spiel, Temple Run. Ich finde auch irgendwie die erste Version immer noch am coolsten. Und zwar geht die auch komplett ohne Internet. Da werden wir auch nicht gestört. Und zwar ist es einfach ein Unendlichkeitsspiel. Natürlich, das kennen immer noch viele von damals wahrscheinlich. Es ist so ein bisschen die erste Version von vielleicht Subway Surfers, kann man sagen, ne? Auch das geht komplett ohne Internet. Ihr rennt hier von Affen weg. Und müsst einfach möglichst weit kommen. Es wird immer schwieriger. Ihr werdet immer schneller. Und so kann man natürlich dann neue Rekorde aufstellen. Auch das geht komplett ohne Internet. Und ich versuche jetzt mal mein Bestes hier, um einen krassen Rekord aufzustellen. 500 Meter haben wir schon. Ja, okay. Mal schauen, mal schauen. Okay, jetzt nochmal hier die Münze einsammeln. Okay, zack. Ja, gut. Das ist für mich doch ziemlich easy, ne? Weil ich natürlich auch damals dieses Spiel sehr viel gespielt habe. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was passiert, wenn man irgendwo dran rennt, ja, einfach mal an den Baum hier, zack, und dann ist man eben raus und das hat man dann als Score bekommen. So Leute, das nächste Spiel heißt Jetpack Joyride, ist es ein sehr cooles Spiel, immer wenn ihr lange gedrückt haltet, fliegt dieser Typ hier mit seinem Jetpack hoch, hier müsst ihr auch Hindernissen ausweichen, es ist ein Unendlichkeitsspiel, hier gibt es coole Events, es gibt auch Power-Ups und so weiter, auch ein Spiel, was ich sehr, sehr viel gespielt habe, zum Beispiel auch vor allem dann, wenn ich eben kein Internet hatte. Und das muss ich auch wirklich sagen, feiere ich extrem, das macht richtig Spaß. Hier musst ihr auch ausweichen, hier zum Beispiel, hier kommen so Raketen geflogen. Wir haben hier gerade alles in diesem St. Patrick's Style, wie ihr schon sehen könnt, ne? Und oh, jetzt habe ich hier so eine Marke, die kann ich mal, oh nein, die habe ich nicht eingesammelt, ich bin richtig lost. Wir tun uns mal kurz wiederbeleben hier fürs Video, sollte man jetzt eigentlich eher nicht machen. Oh, wir sammeln mal hier die Münze ein. Oh, Alter, jetzt hier so ein Münzenschwein. Oh mein Gott, Ultra-Loot. Und ich zeige euch auch mal gleich, was es hier für coole Power-Ups gibt. Oh mein Gott, zum Beispiel das hier, Leute. Und dann habt ihr einfach so ein Motorrad, was so rumjumpen kann. Alter, wie schnell sind wir gerade, bitte? Eine Spin-Marke haben wir bekommen und noch eine und zack. Also so ist das Spiel eben aufgebaut. Ich finde es persönlich sehr, sehr cool. Auf Platz 3 haben wir das gute alte Hill Climb Racing. Ja, der Teil 1 ist natürlich auch komplett ohne Internet spielbar. Ihr habt hier verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl. Wir nehmen jetzt einfach mal den Segway und verschiedene, ja, Stufen, die ihr euch auch natürlich kaufen könnt. Und auch das funktioniert komplett ohne Internet tatsächlich. Also auch eine sehr, sehr geile Sache. Kann man dann neue Rekorde aufstellen, indem man einfach möglichst weit kommt. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal mit unserem Segway hier einen neuen Rekord aufzustellen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, weil ich das mit einem viel besseren Auto aufgestellt habe, den Rekord hier. Aber ja, wir versuchen es einfach mal. Und Digga, das ist ein Witz, Alter. Als ob der von seinem Segway runtergeflogen ist. Wir sind direkt tot, Leute. Aber gut, ja, das Spiel macht auf jeden Fall auch ziemlich Spaß. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon diesen Polizeiwagen auf fast Maximum getuned beim Motor. Und dann hat man natürlich direkt, zack, einen richtig kranken Vorteil. Und ja, dieses Spiel macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und ist komplett ohne Internet spielbar. Auf Platz Nummer 2 haben wir meiner Meinung nach Geometry Dash. Ich feiere dieses Spiel unnormal. Es ist auch nicht vollgepackt mit unnötiger Werbung. Und hier könnt ihr durch ganz einfache Touch-Kontrolle euren Charakter steuern. Und das ist jetzt Level 1. Das ist super einfach. Ihr müsst hier ohne Fehler ans Ende des Levels kommen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, zack, dann muss ich wieder von ganz von vorne anfangen. Und das könnt ihr auf jeden Fall richtig suchten, dieses Spiel. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, ja, was jetzt zum Beispiel ein viel schwierigeres Level ist mit viel, viel mehr, keine Ahnung, Hindernissen und so weiter. Ich habe hier nämlich schon alle Level geschafft. Ich habe dieses Spiel schon richtig durchgesuchtet. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein relativ neues Level, was deutlich schwieriger als dieses ist. Und zwar das hier zum Beispiel, Geometrical Dominator. Hier seht ihr schon, ja, ist es definitiv schwieriger. Wir haben hier, ja, andere Power-Ups, es sind bewegliche Blöcke da und so weiter. Also es ist auf jeden Fall um einiges schwieriger. So, zack, hier ändert sich dann die Gravitation zum Beispiel auch. Und jetzt haben wir auf jeden Fall so ein Teil zum Fliegen. Und hier öffnet sich das Maul. Zack, oh nein, jetzt müssen wir von neu anfangen. Genau, macht aber ziemlich, ziemlich Spaß. Man kann hier sich selbst ziemlich krass herausfordern. Und auf Platz 1, es musste natürlich sein, Subway Surfers, Leute. Ja, Subway Surfers ist natürlich noch der gute alte Klassiker und geht auch tatsächlich ohne Internet.
ich muss sagen, für mich ist Subway Surfers die klare Nummer 1 bei Handyspiel ohne Internet. Ja, finde ich einfach eine ultra geile Sache. Macht richtig Spaß, hier neue Rekorde aufzustellen. Man hat hier Hoverboards, ihr wisst es. Ich glaube, Subway Surfers muss ich niemandem erklären. Der absolute Klassiker bei Spielen. Und ja, auch hier, alter Junge, wie schnell sind wir jetzt gerade unterwegs? Ich habe ja auch den krassesten, also mit das krasseste Hoverboard auf jeden Fall am Start, soweit ich weiß. Ja, hier versuchen wir natürlich jetzt mal ein bisschen weiterzukommen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, welches Handyspiel spielt ihr meistens, wenn ihr kein Internet habt? Habt ihr da überhaupt eins oder hat euch dieses Video weitergeholfen? Ich hoffe natürlich schon. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann. Ciao, ciao.